Moin und willkommen bei Crusader Kings 3. Ihr seht, glaube ich schon, es hat sich etwas verändert. Wir haben jetzt blaues Wasser und wir haben auch sehr, sehr schön strukturierte, angepinnte Charaktere. Die sind wesentlich detaillierter, als die vom Spiel aus sind, denn beides sind Mods und die habe ich sehr, sehr gerne. Und deswegen werde ich jetzt auch auf Achievements verzichten und stattdessen Mods reinnehmen, die mir gut gefallen. Wir haben zum Beispiel jetzt auch eine Mod drin, die uns mehr Kriegsnachrichten bringt. Zum Beispiel, wenn unsere Vasallen sich untereinander bekriegen, Bauernaufstände sind oder unsere Verwandtenstreit anfangen, dann bekommen wir jetzt rechts unten eine Nachricht. Und ich bin mal gespannt, wie das so läuft. Ich hoffe, das funktioniert alles sehr gut. Und ja, das sind so die Mods, die ich gerne haben wollte. Das heißt also, ab jetzt ohne Achievements, aber trotzdem als Iron Man Spielstand. Und wir fangen auch sofort an, denn was wir hier sehen, das sind erstmal die drei Söhne von Tore, die habe ich als erstes angepinnt. Und darauf folgen dann noch die vier wichtigen Vasallen, die wir haben. Und um die werden wir uns jetzt auch erstmal kümmern. Wir kümmern uns als erstes mal um König Ludwig. Und König Ludwig ist noch nicht verheiratet. Ich habe es ausprobiert. Natürlich möchte er nicht matrilinear heiraten. Aber falls ihm was passieren sollte, habe ich gedacht, können wir uns ja mal die Haupterbin näher angucken. Die wiederum hat nämlich einen unverheirateten Sohn. Und wenn wir den mit einer von Goseck verheiraten, dann sollte das doch eigentlich ein ganz hübsches Paar werden. Zum Beispiel die Adila, das ist unsere Enkelin und das ist die Tochter von Prinz Sigvard und die werden wir jetzt mit ihm verheiraten, Vorschlag abschicken und schon haben wir zumindest einen Fuß in dieser Familie drin. Dasselbe möchte ich auch machen bei König Henry, der hat nämlich eine kleine Tochter und diese Prinzessin, die habe ich mir gedacht, die werden wir mit dem kleinen James verheiraten. Das ist nämlich der schottische König eben gewesen und das, wie gesagt, seine kleine Tochter. Und wenn James später mal Schottland besitzen wird, dann freut er sich, glaube ich, ganz doll. Und deswegen schicken wir auch diesen Vorschlag ab. Als letztes bleibt uns noch die Familie von Herzog Liutfried. Und auch der hat bereits vier Kinder in die Welt gesetzt. Und wir hätten hier den kleinen Liutfried, der wiederum verheiratet werden kann, matrilinear natürlich, mit unserer kleinen Mathilde. Ja, ich würde sagen, auch das ein sehr schönes Paar. So haben wir bei den wichtigen Vasallen auf jeden Fall einen Fuß in der Tür. Warum habe ich Prinzessin Theodora nicht erwähnt? Ganz einfach, sie ist bereits mit einem von Goseck verheiratet, nämlich mit Prinz Sigvard. Das ist der, ich glaube, drittgeborene Sohn von Tore, da muss ich mal nachgucken, der drittgeborene, jawohl, ganz genau. Und deswegen sind die Kinder größtenteils zumindest schon aus dem Hause Goseck. So soll es sein, so haben wir das alles erledigt und wir können jetzt hier aber noch was machen. Wir können erstmal die Kontrolle in Arnheim ein bisschen aufstocken, da schicken wir jetzt hier mal unseren Marschall hin. So, denn Arnheim ist ja jetzt im Moment zumindest unsere zweite Domäne wegen Friesland. Und wir werden jetzt auch die Vasallen an die rechtmäßigen Lehnsherren übertragen. Das ist einmal Herzog Andreas von Holstein, der geht an König Ludwig, der König von eben, den wir gerade in der Mangel hatten. Herzogin Hildegard von Westfranken geht an König Engelhard. Und Herzog Liutfried von Österreich geht an Erzherzog Laurenz. Sehr beeindruckender Typ im Übrigen. Ein großer, stattlicher Mann mit langem, lockigem Bart. Gefällt mir ganz gut. Und ja, was können wir hier noch machen? Wir können das Lösegeld, glaube ich, einfordern von Herzogin Gliesmod. Immerhin sind das 100 Golddollar. Und wir können die Gräfin hier immer noch nicht einkerkern. 50%, das reicht mir immer noch nicht. So, das war's erstmal. Und wir können dann, glaube ich, auch erstmal weiterlaufen lassen, bis wir genug Prestige zusammen haben. Jetzt werden hier erstmal die Hochzeiten angenommen. Genug Prestige zusammen haben, um unsere
Kleinkriege hier zu führen. Das hatte ich ja schon in der letzten Folge angekündigt. Frankreich möchte ich eigentlich gerne erben. Wir werden diese Gebiete hier zurückerobern. Und bevor ich es vergesse, was ich vorher noch machen möchte, das ist auf jeden Fall die absolute Lehnsautorität verabschieden. Dazu fehlen uns noch knapp 600 Prestige. Das möchte ich aber erst machen, bevor wir uns hier um unseren Krieg kümmern. Das heißt, das dauert also noch ein bisschen und wir sammeln jetzt einfach mal Prestige zusammen. Und infolgedessen fällt mir gerade ein, könnten wir ja eigentlich auch mal eine Jagd veranstalten. Das wäre eine ganz gute Sache. Das gibt weniger Anspannung und dafür Prestige. 167 haben wir locker in der Tasche. Sehr schön. Oh! Oh nein! Oh, das sehe ich jetzt erst. Und ich habe sie immer nach links verschoben und sie war eben irgendwie immer im Weg. Das ist unsere Dubschi. Unsere Kaiserin Dubschi hat uns verlassen. Das ist ja unglaublich. Sie starb unter mysteriösen Umständen am 23. Oktober. Ja, und Tore sagt, werte Dubschi, ich mag euch zwar nicht geliebt haben und doch setzt mir euer Ableben deutlich mehr zu, als ich es für möglich gehalten hätte. Ihr wart immer für mich da, immer an meiner Seite. Habe ich euch als gegeben hingenommen? Es gibt so viele Dinge, die ich euch nie gesagt habe, ja. Ach Gott, nicht, dass sie noch an den Liebesbläschen gestorben ist. Es sieht aber nicht so aus. Ich fürchte, sie ist ermordet worden. Mal gucken, ob wir rauskriegen, von wem. Aber was wir jetzt natürlich machen müssen, das ist Tore eine neue Gattin. Schon wieder suchen. Und wie viele hatte der jetzt eigentlich? Guckt euch das an, das ist ja unglaublich. Erst natürlich die Kaiserin Garb, die Dünne. Ja, und dann, jetzt habe ich einen Pfeil nicht getroffen. Und dann die Dubschi und jetzt kommt diese hier, die wir ihm jetzt aussuchen. Ja, da müssen wir natürlich mal gucken. Wir brauchen Prestige, ganz klar, dann geht's hier jetzt auch nach Prestige. Aber es sollte natürlich eine erwachsene Kaiserin sein. Wir wollen ja nicht warten. Er ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste mit 63. Wie geht's ihm eigentlich? In Ordnung. Ja, sehr schön. Das ist gut. Und wir haben hier Tina Tini. Das ist ja auch geil. Tina Tini, sehr schön. Aus einem bedeutenden Hause ist das alles, was wir hier zu bieten haben. Ein bedeutendes Haus? Echt jetzt? Ja, weiß ich nicht. Die Religion ist jetzt auch nicht so der Hit. Hier hätten wir, oh, immerhin die Königin Mutter Seeburg von Böhmen. Ach so, das ist eine Gosek, ja, wieder typisch, ne? Die interessanten Partien, das sind immer die Goseks. Es ist jetzt, ja, weiß ich nicht, ist jetzt auch egal. Sie ist hier jedenfalls gerecht großzügig und religiöse Eiferin. Und ich würde mal sagen, wir können das machen. Er bekommt 500 Prestige. Dann soll die das mal werden. Und sie ist auch nirgendwo wirklich sehr gut. Diplomatie könnten wir versuchen. Oh. Na gut, wahrscheinlich, ich hoffe, sie kommt, wenn wir jetzt hier ein bisschen, aha, so soll es sein, laufen lassen. Jetzt ist sie unsere Kaiserin mit 19 Jahren. Sie sieht sehr würdig aus, muss ich sagen. Und wir lassen sie aber nicht bei Domänenverwaltung. Wir werden jetzt versuchen, die höfische Politik ein bisschen aufzuwerten. Ja, das soll es sein. Immerhin hat sie da 11 Punkte. Das muss jetzt also reichen. So, und dann ja, können wir eigentlich weiter gucken, was hier Sache ist und was jetzt so passiert. Es würde mich natürlich sehr interessieren, wer die Dubschi auf dem Gewissen hat. Denn, ja, weiß ich nicht, die war ja gerade quasi frisch angetraut und nun ist sie schon wieder Geschichte. Irgendwer hat echten Hass auf die geschoben. So, und jetzt sind wir auf der Jagd, wir sind auf Nahrungssuche. Und Tore sagt, die Wälder sind wahrlich der Mantel der Armen. Aber als das Tier, auf das ich Jagd machte, von Bauern auf Nahrungssuche verschreckt wird und flieht, ist meine Geduld am Ende. Es muss doch in
Jan Dunjo sicher Besseres zu tun geben, als Wurzeln und Pilze zu sammeln. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Im Übrigen, hier haben wir jetzt immer Bildunterschriften, wer derjenige ist. Das finde ich äußerst praktisch. Auch das eine neue Mod, die ich mir geleistet habe. Das ist natürlich bei ihm hier jetzt ein bisschen überflüssig. Den kennen wir ja, den Ollen Zossen. Aber bei so manchen hat man die Gesichter ja noch nie gesehen oder kann sie sich vielleicht einfach nicht merken. Da ist das ganz praktisch, wenn der Name bei den Bildern drunter steht. So, was können wir denn tun? Wir können den Pöbel aus dem Jagdrevier werfen und erhalten 150 Prestige. Ja, das machen wir, auch wenn die Volksmeinung runtergeht. Geld verlieren wollen wir gar nicht. So ist das in Ordnung und ich denke, jetzt sind wir bald soweit. 23 Prestige fehlen noch, dass wir die absolute Lehnsautorität verabschieden können. Wir kommen jetzt nämlich zurück und erhalten nochmal 150 und jetzt ist es soweit. Wir können das Gesetz verabschieden. Wir haben dann einige Dinge, die wir vorher auch schon hatten, aber wir können jetzt auch den Erben festlegen, wenn es denn sein muss, und das finde ich gar nicht schlecht. Außerdem gibt das mehr Aufgebote und 10% mehr Einnahmen, das ist sehr schön. Das wird natürlich unseren Vasallen überhaupt nicht gefallen, das schert uns aber ehrlich gesagt einen Dreck. So, und jetzt haben wir hier mal wieder ein Geheimnis. Es geht um König Henry. Guckt mal, wie schön das ist. Das kann man alles jetzt drunter lesen. Und um Emöke. Und offensichtlich haben die beiden eine außereheliche Affäre. Gott wird diese Sünder richten. Mehr bleibt mir da nicht zu sagen. Ja, und auch unsere neue Frau bekommt natürlich Liebesbläschen. Und wir sagen ihr natürlich auch wieder, wie leid es uns tut. Ja, es ist ein bisschen peinlich mit dir, Tore, finde ich, mit deinen Liebesbläschen, aber lässt sich ja nicht ändern. Ja, was soll's? Wer weiß, wo du dir die eingefangen hast? Ich möchte es eigentlich auch gar nicht wissen. Aber schön ist echt anders. Oha! Und jetzt gucke mal da. Und jetzt gucke mal da. Wir werden erpresst. Und zwar von Graf Brun von Kleve. Ich bedauere, dass es so weit kommen musste. Ich weiß, dass ihr in Wahrheit für den Mord an Herzog Guttorm III. Verantwortlich seid. Oh Mist, das stimmt. Und er sagt jetzt, wenn er schweigen soll, müssen wir tun, was er uns sagt. Das ist natürlich schlecht. Er erhält dann ein schwaches Druckmittel. Wenn der jetzt in den Rat will, dann sind wir, nicht gut bedient, der kann nämlich nichts, der Junge. Oder? Ja, oder wir bekennen uns zu diesem Mord. Das ist natürlich auch nicht so schön, aber er hat eh schon einen schlechten Ruf, würde ich mal sagen. 89 Schrecken. Nee, wir lehnen ab. So, wir sind nicht erpressbar. Graf Brun von Kleve hat unanfechtbare Beweise dafür vorgelegt, dass Herzog Guttorm von Northern Isles durch mein Mitwirken zu Tode kam. Was für ein Mist. Ich sollte am besten meine Verteidigung vorbereiten. Es gibt dort draußen viele, die nach Rache dürsten. Oh, tatsächlich? Ja, wir hatten unsere Gründe. Wir haben 22 Schrecken erhalten und 100 Frömmigkeit eingesetzt. Aber die Meinung geht jetzt natürlich extremst runter. Das ist nicht schön. Wir gucken mal einfach jetzt, wohin das führt. Und was wir uns noch nebenbei mal angucken können, das ist natürlich, was macht denn eigentlich unsere Lynn? Lynn ist immer noch mit ihm verheiratet, mit dem Erben vom Königreich von England. Sie guckt inzwischen genauso vergeistigt wie unser Engelhard. Inzwischen haben wir den Bodo und den Fiete, die beiden Söhne. Die sehen sehr, sehr nach den Goseks aus. Das ist ja das typisch blond und das typisch rot und auch das typische kleine Lausbubengesicht. Das ist gut. Und ja, ansonsten würde ich sagen, geht es den beiden doch wirklich fantastisch. Sie ist gesund, ihm geht es auch gut. Und insofern bin ich da schon mal zufrieden. Man muss ja ab und an mal nach seinen Lieben sehen, ne?
So, mein fachkundiger Ratsmarschall möchte hier was berichten. Der Herzog Anfoss hat sich als höchst fähig erwiesen, insbesondere bei Kriegsangelegenheiten. Es gibt da einige Projekte, die ich in der Grafschaft von Vernessin gerne unternehmen würde. Mit eurem Segen, versteht sich. Okay. Oh, das gibt nochmal Prestige, das ist gut für unseren Krieg und Entwicklungszuwachs. Super. Ja, dann nehmen wir doch die erste Sache, das ist ganz klar. Wir können Prestige wirklich gut gebrauchen, denn jetzt geht's als nächstes hier um den Krieg gegen diese kleinen Gebiete. Und das dauert natürlich noch, wir haben erst 384 Prestige. Wir könnten natürlich, weil man da auch gelegentlich Prestige einsammeln kann, wir könnten versuchen, ein Festmahl zu veranstalten. Das kostet allerdings eine Menge. Naja, 250. Das lassen wir mal noch. Oh, und wie ich es gerade beschrieben habe, Lin hat eine Tochter zur Welt gebracht. Das ist schön, aber Lin, wir haben doch immer irgendwie gar keine Mädchennamen. Wie nennen wir sie denn? Wir nennen jetzt die Kleine... ich würde sagen... Das wird die kleine Karin. Mögest du stark und weise werden. So, das Festmahl ist erstmal Geschichte. Ich bin da im Moment zu sparsam für. Ich sag mal extra nicht geizig, denn Tore ist schon relativ alt, über 60. Und wir wollen ja Engelhard eigentlich viel Geld hinterlassen. Und auch deswegen lasse ich das Festmahl erstmal Festmahl sein. Und deswegen nehmen wir auch die goldenen Pflichten. Denn jetzt können wir für Druckmittel Bezahlung verlangen. Allerdings glaube ich, dass das Anspannung verursacht. Wir gucken mal, ob das hier auftaucht. Genau, wir können Zahlungen verlangen. Wir fangen mal hier oben an. 28 Anspannung gibt das. Ist das jedes Mal so? Ja. Okay, dann müssen wir natürlich gucken. Wir haben jetzt gar keine. Dann werden wir... erstmal 3, glaube ich, machen. Ja, und dann gucken wir mal, wie es ihm dann so geht. Das ist jetzt nicht allzu viel, aber sag mal, das geht ja hier Schlag auf Schlag. Unglaublich. Wie gesagt, ne, also die Anspannung müssen wir im Auge behalten, aber gelegentlich werden wir da ein bisschen Gold abstauben. So, jetzt ist die Tochter Anna dran, ein Kind zu gebären, und wir nehmen einen guten sächsischen Namen, und der soll sein, ja, Katharina ist natürlich auch schön, hatten wir auch noch nicht, wir hatten Katrina, aber nicht Katharina, mögest du stark und weise werden. So, so sieht das erstmal gut aus, würde ich sagen. Das Prestige häuft sich und hier wird Königin Sanne Weißer Friede angeboten. Das ist in Ordnung, damit sind wir auch wieder kriegslos. Und ein Geheimnis wird zum Schluss dieser Folge noch offenbart. Es ist ein Geheimnis zwischen Herzog Francisco und Herzogin Gliesmod, unsere ehemalige friesische Königin. Die sollen also ein Verhältnis miteinander haben. Und ja, wie immer, ne? Die Hingabestufe möchten wir behalten. Deswegen schmeißen wir sie schon wieder in den Knast. Das warten wir jetzt aber auch noch kurz ab. Oh, und sie ist schwanger. Ich bin ja auch gemeine Schwangere im Knast. Das ist ja jetzt auch nicht so nett. Jetzt weiß es die ganze Welt und wir müssen jetzt mal gucken, was wir mit ihr machen. Ich könnte natürlich schon wieder einen Titel aberkennen. Das könnte ich natürlich tun oder ein Herzogtum. Aber das wäre Tyrannei. Das lassen wir mal. Wir lassen sie am besten gleich mal wieder raus gegen 100 Lösegeld. Dann soll uns das recht sein. Das lassen wir noch eintreffen und dann würde ich sagen, werden wir in der nächsten Folge mal zusehen, dass sich das Prestige weiter vermehrt, damit wir endlich wieder einen vernünftigen Krieg anzetteln können. Bis dahin, ich hoffe, ihr seid weiter mit dabei. Tschüss!